Victoria, herzlich willkommen zu unserem Mikrobiom-Kongress. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist und würde dich auch bitten, bevor wir jetzt mit den ganzen Fragen loslegen, dass du dich einmal ganz kurz vorstellst. Wer bist du, was machst du und womit begeisterst du deine Follower? Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich sehr geehrt. Ja, kurz zu mir. Ich heiße Victoria Tauberger. Ich bin 36 Jahre alt, lebe in der Nähe von München und beschäftige mich ganz intensiv mit den Themen ganzheitliche Gesundheit, also Ernährung, besonders der Darmgesundheit. Und zu mir kommen Frauen mit Themen wie Verdauungsbeschwerden, Intoleranzen, Allergien, all diese ganzen Themen. Und ich helfe ihnen auf eine ganzheitliche, langfristige, natürliche Weise zu heilen, ja, mit der Zeit, weil ich selbst auch ja, die Erfahrung hatte mit diesen ganzen Themen. Ja. Wenn man online in deinem Blog nachliest, dann sieht man auch, dass du ganz, ganz offen damit umgehst, dass du damals anhand verschiedener Symptome gemerkt hast, dass dein Körper sich einfach nicht mehr im Balance befindet. Wie war denn diese Zeit für dich? Erzähl mal. Also bei mir hat das eigentlich schon angefangen in meiner Kindheit. Ich hatte wirklich alle möglichen Themen. Ich hatte Migräne, ich hatte Asthma, ich war immer blass, ich war immer schlapp, war auch zweimal in der Kur wegen diesen Themen. Und ja, merkte, dass mir die Schulmedizin nicht wirklich weiterhelfen konnte. Ja, die Symptome blieben, die Ursache wurde nicht wirklich erforscht. Und als ich dann erwachsen wurde, kamen dann auch verschiedene Darmbeschwerden dazu. Und ja, das hat mir natürlich mein Leben ein bisschen, ja, ein bisschen, ich sag mal, Probleme beschert in meinem Leben, auch dann in meinem Beruf. Als ich dann, ich habe nämlich zuvor im Konzern gearbeitet, komme eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Und ich war immer diejenige, die sehr, sehr oft krank ist. Ich kann mich noch erinnern, in einem Jahr hatte ich 13 Krankheitstage und Wahnsinn. ja, habe schon fast einen Pokal dafür bekommen. Aber ja, also das Thema, besonders das Thema Migräne war bei mir ganz präsent, verschiedene Grippeerkrankungen, aber auch Menstruationsschmerzen, das hängt ja auch alles miteinander zusammen, wenn die Hormone nicht im Balance sind, wenn es dem Darm auch nicht gut geht. Genau, also mir ging es auf jeden Fall nicht gut und ich hatte auch verschiedene Allergien, besonders das Thema Heuschnupfen war bei mir sehr, sehr ausgeprägt. Ja, und ich, genau, und wie das halt so ist, ja, also es wird einem in der Zeit im Frühling, wenn gerade der Heuschnupfen so präsent ist, werden ja einem eher Antihistaminika verschrieben, beziehungsweise es wird von der Hyposensibilisierung gesprochen. Egal wohin man schaut, Apotheke, Werbung, Radio, überall spricht man von Antihistaminika, überall wird diese Werbung dafür gemacht. Das stimmt. Aber keiner sagt, also wenn du wirklich mal ein bisschen hellhörig wirst und darauf achtest, keiner spricht darüber, woher kommt denn das? Die Polle ist nicht der Feind. Woher kommt denn das? Und was kann ich denn wirklich, wirklich langfristig tun, damit die Allergie weggeht? Denn die Antihistaminika selbst, die sind ja nur symptomlindernd, aber jetzt nicht ursachenforschend, ursachenbehebend, so gesehen. Ja, genau, genau. Und irgendwann hast du dir dann wahrscheinlich auch gedacht, Mensch, ich komme so nicht weiter, mir geht es nicht besser, in der Schulmedizin wird mir nicht geholfen. Und dann hast du deine Gesundheit in die eigene Hand genommen. Du hast selbst losgelegt und alles versucht, dass es dir besser geht. Was hast du denn dann da genau gemacht? Ja, also bei uns gab es auch einen Todesfall in der, ich sag mal, eher entfernten Verwandtschaft aufgrund von Darmkrebs. Und das war auch gerade die Zeit, wo mein Darm immer mehr ja, Probleme verursacht hat. Und das Ganze hat mich dann schon sehr reflektieren lassen, weil ich halt wusste, ja, okay, die Schulmedizin kann mir nicht wirklich weiterhelfen. Und wie das meistens so ist, ich glaube ganz stark an das Thema Universum, Spiritualität, ja, wenn du wirklich die Entscheidung triffst, okay, ich möchte was verändern, ich möchte gesünder sein, ich möchte jetzt endlich meine Gesundheit selbst in die Hand nehmen, in die Eigenverantwortung gehen, dann bin ich davon überzeugt, dass dir Wege gezeigt werden, dass du plötzlich Zeichen bekommst, dass du plötzlich Menschen begegnest, dass du vielleicht irgendwelchen Accounts, Instagram-Accounts begegnest oder auf YouTube, wie das halt bei mir so war, dass du plötzlich auf YouTube irgendwelche Videos siehst. Und ja, und so war das dann auch bei mir.
Mir ist dann durch Zauberhand, ich weiß es schon gar nicht mehr, wie das war, ist mir ein Magazin in die Hände gefallen. Ich glaube, das war das Magazin von Geo. Und in diesem Magazin ging es eigentlich nur um die Darmgesundheit. Das war, ich glaube, im Jahr 2012, 2013. Und irgendwas hat mich daran fasziniert. Ich habe das dann komplett verschlungen, das Magazin, obwohl ich mich zuvor mit der Thematik gar nicht auseinandergesetzt habe. Und ja, und war total fasziniert von dem Darm, von den Darmbakterien, der Darmschleimhaut, was das alles miteinander, ja, Ja. was das für Auswirkungen hat überhaupt auf den gesamten Körper. Weil in der, ich sag mal, in der normalen Gesellschaft, im Mainstream, denkt man ja, unterschätzt man ja immer sehr schnell den Darm. Und das ist irgendwie auch so ein Tabuthema. Und keiner redet darüber. Und man denkt, das ist jetzt einfach so ein Verdauungsschlauch, ja, von oben bis so gesehen, von hinten. Und ja, das hat mich irgendwie total fasziniert, das hat mich gepackt. Und so fing ich dann an, ja, meine Ernährung zu verändern, mich darmgesund zu ernähren, meinen Darm zu pflegen und stellte dann auch wirklich fest, dass es mir immer besser ging. Ja, also viele Symptome sind dann mit der Zeit weggegangen. Ja. Du hast gerade so ein schönes Wort benutzt oder so eine schöne Aussage, dass du dich darmgesund ernährt hast. Kannst du mir denn ein paar Lebensmittel nennen, die dem Darmmikrobiom besonders gut tun? Und was mich natürlich im Gegenzug auch interessiert, hast du Erfahrungen mit Lebensmitteln gemacht, die das Mikrobiom eher schwächen anstatt stärken? Ja, also an sich finde ich, ist es wichtig zu verstehen, dass eine Allergie oder eine Intoleranz, das ist jetzt nichts Natürliches. Ja, also in der Naturheilkunde sagt man auch, du bist nicht krank, du bist vergiftet. Und wenn man im Einklang mit der Natur leben würde, ja, dann hätte man so gesehen eigentlich auch keine Krankheiten. Das Problem ist, dass wir in den letzten Jahrzehnten so viel beeinflusst haben auf unserem Planeten. Ja, so natürlich auch irgendwo auch Gutes, aber halt auch viel Negatives. Ich würde mal sagen, so in den letzten 50 Jahren kam sehr viel dazu. Der Mensch hat sehr stark eingegriffen. Ja, also das Thema Schwermetalle in der Luft, Wasser, Pestizide und das ganze Zeugs. Die Lebensmittelindustrie kam dazu mit den Zusatzstoffen und natürlich auch der Stress, der Faktor Stress ist auch so eine Sache. Und ich sage immer, ich spreche immer gerne von den Feinden des Darms, ja, also die Feinde des Darms, die uns mit der Zeit dann schwächen. Das ist jetzt nichts, was du, wenn du heute zum gehst, dann wirst du nicht direkt morgen eine Allergie entwickeln. Das ist natürlich etwas, was Jahre oder halt auch Jahrzehnte braucht. Und ja, wenn du dich dann davon, wenn du davon viel konsumierst, von diesen Feinden des Darms, da kann es dann dazu führen, muss nicht, aber kann dazu führen, jeder Körper ist ja auch anders, dass ja, dein Darm geschwächt wird, dein Mikrobiom geschwächt wird und die Darmschleimhaut durchlässig wird. Und diese Feinde des Darms, jetzt zurück zu deiner Frage, das sind nicht nur die falsche Ernährung, sondern auch Stoffe wie natürlich Alkohol, Drogen, Zigaretten, Pestizide in der Nahrung, aber auch ja, Schwermetalle in der Luft und im Schmuck und ja, wo es das Ganze auch gibt. Aber auch Fast Food, ja, also wirklich sehr viel Zucker, die minderwertigen Kohlenhydrate. Also Kohlenhydrate sind ja nicht gleich Kohlenhydrate, die sind ja nicht gleich per se schlecht. Das ist auch so ein Thema. Man denkt immer, Kohlenhydrate sind grundsätzlich schlecht. Es gibt ja die guten Kohlenhydrate, die Ballaststoffe, die sind wiederum sehr gut für unseren Darm. Und dann gibt es eher die minderwertigen, also die Einfachzucker, die gelangen sofort ins Blut. Unser Insulinspiegel schießt nach oben. Und ja, dazu zählen zum Beispiel Weißbrotprodukte, also so Baguette, Brezeln, ja, weißes Brot im Prinzip, aber auch ganz normale Nudeln, aber auch ja, also so zuckerhaltige Lebensmittel, das Ganze sollte man auf jeden Fall vermeiden. Und natürlich auch pestizidreiche Nahrung. Also das biologische Lebensmittel wären auf jeden Fall ein großer Vorteil.
Genau, und wenn man das versucht mit der Zeit zu vermeiden und man versucht dann auch mit der Zeit seinen Körper zu entgiften, also zu entsäuern, damit der Säurebasenhaushalt wieder in Einklang kommt, weil Ja. man weiß mittlerweile, dass der Säurebasenhaushalt eigentlich so der Hauptmechanismus ist für die Entstehung von ganz, ganz vielen, ja, Volkskrankheiten, ja, wie nicht nur Darmbeschwerden, aber auch Übergewicht und Diabetes. Und aber auch Herz-Kreislauf-Probleme. Und wenn jeder Mensch ein bisschen, ich sag mal, ja, ein bisschen sensibler wird mit seinem Körper, sich dafür interessiert, hey, wie sieht's eigentlich auch mit meinem Säure-Basen-Haushalt? Das kannst du ganz leicht testen mit Teststreifen aus der Apotheke oder du gehst zum Arzt, machst einen Urintest und anfängst dich basischer zu ernähren. Also mehr Obst und Gemüse, mehr Nüsse. Und die säurebildenden Lebensmittel vermeiden. Also säurebildende Lebensmittel sind zum Beispiel viel Fleischprodukte, Milchprodukte, zuckerhaltige Produkte, Fastfood, all das Ganze. Und ja, wenn du versuchst, wirklich deinen Körper mit der Zeit zu entgiften, zu entsäuern, dann kannst du es wirklich schaffen, ja, dass es dir mit der Zeit besser geht. Weil aufgrund dieser ganzen Schadstoffe in der Luft Ja, und ja. überhaupt, die der Mensch Ja. geschaffen hat, speichert der Körper das Ganze ja auch. Und das kann unter anderem halt auch den Darm schaden und auch Ja. der Darmschleimhaut, die dann halt auch durchlässig wird, wie ich auch schon vorhin ganz kurz erwähnt habe. Und dann können dann gewisse Partikel da durchkommen in unserem Blut. Ein großer Teil unseres Immunsystems sitzt dort an der Darmschleimhaut und reagiert dann über, weil es dann denkt, oh mein Gott, das sind jetzt irgendwelche Krankheitserreger. Okay. Hilfe, 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 die sind jetzt Ja. lebensgefährdend Ja. und reagiert dann mit Entzündungsprozessen. Und wenn wir das ein paar Mal wiederholen, dann merkt sich unser Immunsystem das und so können dann Allergien entstehen. Aber man muss wissen, man kann es heilen. Ja, also den Begriff heilen darf man ja eigentlich gar nicht benutzen in Deutschland, man kann eine Allergie lindern. Also ich Okay. bin der Beweis dafür. Genau. Okay. Ja, also es ist echt interessant, wie so unsere ganze Umgebung letztendlich auf uns und unseren Körper einspielt und auch Einfluss hat. Das denkt man gar nicht so. Ich fand es auch, was für mich jetzt neu war, das Thema mit dem Schmuck, dass auch Schmuck letztendlich in irgendeiner Art und Weise belastet ist und auf unseren Körper Einfluss nimmt am Ende. Hast du denn noch irgendwelche Tipps für unsere Zuschauer, wie sie mögliche Allergien auf, ja, so einem natürlichen Weg wie möglich lindern können? Ja, also das Thema Entgiftung, wie ich schon erwähnt habe, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Aspekt. Damit würde Ja, ich ja, tatsächlich ja, ja. beginnen, wie so eine Art Frühjahrspuls ansehen, ja, deinen Körper wirklich mal ein bisschen aufpimpen, ja, weil wenn du, ich sage immer, wenn du, bevor du in ein Haus ziehst, dann schaust du ja auch erstmal, wie sehen die Wände aus, gibt es vielleicht Schimmel, bevor du, du das Haus möblierst. Und so ist es mit deinem Körper. Du solltest wirklich versuchen, auf Zellebene deinen Körper von allem zu befreien, was dir nicht dienlich ist. Ja. Und das kannst du machen, zum Beispiel mit den Algen Spirulina, Chlorella, aber auch mit den Mineralerden Bentonit, Zeolit, Heilerde sind auf jeden Fall gute Möglichkeiten aus der Naturheilkunde, weil sie binden die Schwermetalle an sich wie so eine Art Magnet und leiten sie ganz sanft aus deinem Körper. Wenn du noch nie eine Entgiftung gemacht hast, würde ich wirklich, ich würde generell raten, das mit einem Heilpraktiker zu machen oder mit einem ganzheitlichen Darmgesundheitsberater, der sich da auskennt. Und auf jeden Fall die Dosis erstmal am Anfang ganz, ganz minimal halten, weil ich sag mal, je vergifteter dein Körper ist, desto schlimmer können auch die Entgiftungserscheinungen sein, also die Erstverschlimmerung, was eigentlich gar nicht schlimm ist. Viele Menschen bekommen dann Angst und hören dann auf. Das ist einfach nur ein Zeichen, dass gerade der Körper wirklich in diesen Entgiftungsprozess reinkommt. Und wie das halt mit der Wohnung beim Putzen ist, wenn du anfängst, ich weiß nicht, eine Scheune erstmal zu reinigen, da ist ja auch erstmal alles voller Staub, bis es danach dann sauber wird. Genau, also entgiften. Aber auch nicht nur oral, sondern du kannst auch einen Basenbäder nehmen. Da empfehle ich eine Mischung aus Natron und Apfelessig. Das hilft nämlich auch unserer Haut, weil unsere Haut ist ein sehr, sehr großes Entgiftungsorgan. Und dadurch wird das Wasser basisch. Der pH-Wert des Wassers steigt an und es hilft unserer Haut,
vermehrt Schlackensäuren, Giftstoffe über die Haut auszuleiten. Und Menschen, die zum Beispiel ganz viele Hautprobleme haben, also Neurodermitis und Pickel und Juckreiz und Ausschlag, das ist eigentlich auch ein Zeichen, dass der Körper übersäuert ist, ja, also dass du entgiften solltest, dass du deinen Säurebasenhaushalt wieder in Einklang bringen solltest. So, und nach dem Thema Entgiftung würde ich dann auf jeden Fall vorschlagen, dass man also parallel dazu sich natürlich auch basisch ernährt, seine Ernährung schon mal umstellt, ja, weil das bringt nichts, wenn du Staub saugst und dein Kind läuft hinterher und verteilt irgendwelche Flusen. Also solltest du natürlich das, was du zu dir nimmst, natürlich auch schon verändern und dich basischer ernähren und als nächsten Schritt dann deinen Darm pflegen, deinen Darm aufbauen. Das kann man zum Beispiel ganz gut machen mit Flohsamenschalen, weil Flohsamenschalen, die, also da nimmt man halt ein Glas Wasser und tut einen Teelöffel Flohsamenschalen rein, rührt das um und trinkt das direkt aus. Und man sollte in der Zeit auch generell auch beim Entgiften darauf achten, dass man viel trinkt. Also wirklich mindestens 2,5 Liter am Tag stilles Wasser über den Tag verteilt, weil sonst, ja, ich sag mal, kann es nicht richtig ausgeleitet werden. Und Flohsamenschalen, die haben halt die wundervolle Eigenschaft, sie quellen auf bis zu einem ja Vierfachen ihres ursprünglichen Volumens im Darm, sodass der Darm dann ausgedehnt wird und mögliche Ablagerungen dann ausgespült werden können, ja, die sich dann vielleicht in den Fältchen des Darms befunden haben. Und das ist auch ein ganz guter Tipp für Menschen mit einer chronischen Verstopfung im Übrigen. Ja, und dann auch natürlich das Thema Darm, Bakterien fördern, ja, weil wir haben hier die guten, ihr wisst ja, wir haben hier die guten, die schlechten Bakterien, das Mikrobiom. Und das schlechte Mikrobiom liebt der Zucker, liebt das Ganze. Und ich meine, wir sind niemals Opfer, wir sind eigentlich diejenigen, die entscheiden, wen wir jetzt unterstützen. Wenn wir vermehrt Zucker, Schokolade, Fastfood essen, ganz ehrlich, dann bist du selber schuld, dass du einfach zu viele davon hast. Und man sollte sich eher auf die Guten konzentrieren, weil die Guten, die lieben Ballaststoffe. Ja, also Probiotika, Präbiotika, also probiotische Lebensmittel, zum Beispiel Sauerkraut, also traditionell, wie sagt man, traditionelles Sauerkraut, also nicht das gekaufte, welches pasteurisiert wurde, also erhitzt wurde. Oder auch, es gibt ja auch probiotische, wie heißt es? Saure Gurken, genau, probiotische saure Gurken, Kombucha, diese Lebensmittel. Und dann gibt es ja die Präbiotika. Präbiotika gehören zu den Ballaststoffen, wie zum Beispiel Obst und Gemüse, Mütschale, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, Roggen und so. Solche Lebensmittel, die fördern dann unsere guten Bakterien. Und mit der Zeit, das ist jetzt auch nichts, weil zu mir kommen manchmal Menschen und entweder im Kurs oder im Einzelcoaching und fragen mich, Victoria, bin ich dann nach einem Monat geheilt? Ist dann alles weg? Und ich sage ganz ehrlich, nein, nach einem Monat, wenn du dir überlegst, du hast deinen Körper jahrelang schlecht behandelt, sagen wir es mal so, ja, dann geht das nicht einfach in ein paar Tagen, ein paar Wochen. Das braucht wirklich seine Zeit. Das braucht Monate, vielleicht 1 oder 2 Jahre, je nachdem, wie diszipliniert du das Ganze siehst. Hätte ich damals jemanden gehabt wie mich jetzt mit meinem jetzigen Wissen, hätte ich bestimmt auch viel schneller heilen können. Bei mir hat es einfach länger gedauert, weil mein Weg einfach ein anderer war. Aber ja, hol dir auf jeden Fall Unterstützung, wenn du da wirklich Probleme hast. Und ja, es ist auf jeden Fall möglich. Wenn der Körper dann wieder, ich sag mal, wieder in seine Balance kommt, dann ist er wieder im Einklang mit der Natur. Genau. Wahnsinn. Also, was habe ich jetzt mitgenommen? Produkte, die fermentiert sind, ballaststoffreiche Produkte sind wahnsinnig gut für unser Mikrobiom und stärken das. Produkte, Fertigprodukte, viel Zucker schwächen das Immunsystem auch und natürlich auch das Mikrobiom. Und das heißt, mit der Ernährung kann man wirklich schon sehr, sehr viel steuern. Man kann sein eigenes Wohlbefinden steuern, man kann aber auch steuern, ob und wann Allergien ausbrechen letztendlich. Ne? Also das ist wirklich sehr, sehr interessant. Danke dafür. Ja, sehr gerne. Victoria, zum Schluss noch, deine absolute Herzensmission ist ja, den Menschen beizubringen, irgendwo auch achtsamer mit sich selber zu sein und gesünder zu leben. Ich möchte dir jetzt einfach nochmal den Raum geben. Erzähl vielleicht einfach mal, was du sonst so machst und wie du das machst und
ja, wie die Menschen zu dir kommen. Also zuallererst, ich finde es ganz schön, ich liebe auch diesen Gedanken, wenn man selber heilt, wenn man selber den Weg zur Heilung, zur eigenen Heilung findet, dann hat man sich so ein Wissen aufgebaut. Und dieses Wissen zu nutzen und anderen Menschen in seinem Umfeld zu helfen, ist doch das Schönste, was es gibt. Und ich denke mir immer, wenn Menschen zu mir kommen und ich helfe ihnen und sie geben dann dieses Wissen dann auch wiederum weiter, dann ist es doch so, dass wir, also ich bin da so ein bisschen manchmal idealistisch vielleicht, dann ist es halt so, dass wir jeder so einen kleinen Anteil daran haben, die Welt zu einem glücklicheren, gesünderen, fröhlichen Ort zu machen, ja. Genau, das finde ich halt irgendwie ganz schön, diesen Gedanken. Und ja, also ich arbeite in Form von Kursen und Coachings. Ich habe zum Beispiel meinen Kurs Dein Darm in Balance. Das ist ein fünfwöchiger Live-Online-Kurs. Der startet immer zu speziellen Zeiten und der geht dann 5 Wochen. Ich nehme da meistens nur, oder ich nehme nur ausschließlich Frauen auf. Das ist dann wirklich so eine schöne Community. Wir treffen uns dann jede Woche live auf Zoom. Sie werden dann begleitet, von mir in die Hand genommen, aber sie können sich auch gegenseitig unterstützen. Oder auch in Form von Einzelcoachings, wenn man jetzt sagt, nee, so ein Kurs, das ist mir jetzt viel zu allgemein. Ich habe jetzt wirklich ein konkretes Thema wie eine Dünndarmfehlbesiedelung. Da würde ich dir den Kurs jetzt zum Beispiel auch nicht unbedingt empfehlen. Das ist ein guter Start, aber da bräuchte man doch eine individuellere Beratung. Genau, auf diese Art und Weise arbeite ich. Aber ich gebe auch sehr, sehr viel kostenlosen Content zur Verfügung, weil ich halt diese Vision und diese Mission habe, so viele mö Menschen wie möglich zu begeistern, zu motivieren und ja, dass sie wirklich den Weg zu sich finden, sich mit ihrem Körper verbinden, mit, ja, den Körper, Geist und Seele in Einklang bringen. Denn wenn wir gesund sind, ja, wenn du wirklich den Fokus auf deine Gesundheit richtest, auf dich, das Glück und die Liebe und überhaupt in dir suchst, dann leistest du halt nur mal einen Beitrag zur Balance in der Welt. Ja, wenn wir zu sehr im Außen suchen, dann finden wir leider nicht wirklich viel. Und genau, und deswegen bin ich auch auf Instagram ganz viel aktiv, habe den Blog, wie gesagt, auf YouTube auch noch aktiv, um möglichst viele Menschen irgendwie zu erreichen, die überhaupt in Resonanz mit mir gehen. Ja, sehr schön, sehr schön. Gut. Victoria, vielen, vielen lieben Dank für deine Expertise, für das sehr sympathische Interview. Ich habe mich sehr gefreut, dass du heute da warst und vielleicht hören wir mal wieder voneinander. Ich würde mich freuen. Ja, vielen lieben Dank, liebe Eva, und an alle Zuschauer. Ja, denkt daran, der Körper ist der Tempel eurer Seele. Ja. Super, danke schön.